Willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare mit mir, dem Jahre 85 vom Knalltüten Gaming. Und wir sind jetzt in der Mission Stadthaus, die sofort beginnt. Es kann losgehen. Jetzt laufen unsere Leute hinterher. Cool sieht's aus. Was denn? Bravo 6, nähere mich dem Garten hin. Achso, ja, geht ruhig vor. Wir gehen jetzt. Bravo 6, hier Server 2. Unterwegs in die westliche Kante. Bestätigt. Müssen wir da jetzt hin, ja? Muss ich schon. Leiter. Achso, wir haben die Leiter noch im Rucksack gehabt. Ich gehe vor. Bleibt ihr hinter mir. Das ist ein Freund. Schreckt mich doch nicht so. So schön ordentlich aus. Okay. Es war kein Fehlschlag. Dank deiner toten Brüder. Es sollten aber doppelt so viele Tote sein. Es läuft in alle Nachrichten. Das ist der. Oh, Scheiße! Scheiße! Ist der Rische? Ah, ja, der. Ah, die alte auch. Wie gibt's denn das? Für mich zu schießen hier. Aha, Unterlagen. Pläne. Der zappelt noch. Da hatte man ein Gesicht. So, okay, weiter. Was jetzt? Sichern Sie den ersten Stock. Na dann, Captain Price, beweg mal deinen. Formieren. Hindern. Formieren. Ich bin doch da. Sicher. Alpha 3, geh durch die Vordertür rein. Oh. Hallo, Lee. Le. Ich habe. Tja, geht nur vor, ich wollte als erstes hier Nachtsicht benutzen. Bravo 6, unterwegs zur ersten Etage. Die sind wirklich leise. Sind wir auch? Dem Haus von ziemlich viele. Der Tür. Ich hab nichts gemacht. Okay. Ui, knapp. Sag mal, ich hab das Kegel gewusst. Ausgeschaltet. Später abgeknallt. Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist. Oh. Umgefallen wie den Ballenschranke. Sitzt der jetzt oder? Nee. Erste Etage gesichert. Mehr nach. Der blendet doch nicht so. Du Lampe. Mir nach. Warte mal. Wo bist du? Dort. Die Tür mach ich auch nochmal auf. Einfach damit sie auf ist. Ich bin da. Weiter. Bravo 6. Gehen in die zweite Etage. Das sag mal, ist das ein 16 Geschosse oder wie? Ah ne, hier ist schon ein Ende zu sein. Ah ne, hier ist noch eine Treppe einfach. Das ist anders aufgebaut als unten. Sichern Sie den zweiten Stock. Granate da rein. 3-1, schnell hier rauf. Roger, komme. Vorsicht, Granate! Au! Wirf eine Granate da rein. Wer kann denn auf die klaue, schlaue Idee? Gibt's denn das hier? Meine Güte. Oh, der ist mehr als tot. Ah, oh.
Gut, dass ich die FSK 18 Markierung gemacht habe. So, wahrscheinlich doch so eine Etage gesichert. Treffpunkt Treppe. Ist das wie ein Baby oder ist es bei mir im Haus? Bravo 6 übernimmt die dritte Etage. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier im Spiel ist, das Baby. Weil bei mir in der Wohnung ist kein Baby mehr. Das ist hier. Oh, ich will aber nicht das Baby abknallen. Gezielte Schüsse. Ja, ach. Nein! Nein! Los! Ich nicht. Teddy! Hallo, Teddy! Du schießt nicht auf. Das Kind soll still sein. Sag das mal, ein Baby. Mensch, Türmann. Du bist so ein Idiot. Bringt es noch ein Teddy? Hey, bleib stehen. Au! Au! Unterm Bett? Jetzt weiß ich das, aber das ist ja unterm Bett, oder? Ich bin damals getroffen, als du Ratte. Geh vor, sagt er da. Wo rennt er noch? Abgeschlossen. Wo ist er? Wo ist er? Schaff sie möglichst lebend. Möglichst lebend? Runter, sofort runter! Nicht schießen, bitte! Ich schieße nicht. Sie wollten mich töten! Nicht bewegen! Sie haben mich eingesperrt! Töte sie! Ich sage stopp! Achso, die wollte Hilfe holen. Alle Teams, Gebäude sicher. Extraktion okay. Starten. So eine Scheiße. Sie wollte nach dem Zünder greifen. Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet. War das das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten. Wir kennen die Position des Wolfs. Der Dachboden des Alcatala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramazar-Krankenhaus in Ursextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Alcatala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Okay. Coole Sache. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Was? Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Al-Qatala nutzt Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Padir ist mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen ihr Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Sondern? Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Sogar unser Essen. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Das ist wieder Bachelor. Al-Qatala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du wirst dabei sein, wenn wir ihn Price übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich. Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Ich übernehme die Ecke. Die Schmelzträger ist hin bei dem. Ja, der Wolf ist im Krankenhaus. Das werden wir uns noch vornehmen.
Fluggesellschaft. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Und ich denke, da geht's ordentlich zur Sache, denn die Stadt ist im Krieg. Also, bis zur nächsten Folge. Bye bye, ciao ciao und bis dann.